Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und zwar, ich bin sehr aufgeregt, weil ich habe mir was ganz Tolles bestellt und bin jetzt echt gespannt, wie es aussieht. Ich habe schon ein Vorabbild gesehen, wie es gerade gedruckt wird. Per Zufall hat mir der liebe Thorsten in einer, also nicht in einer privaten Nachricht, sondern ich habe auf einen Post reagiert und habe gesagt, eine Dame hat gesagt, sie hat sich ein Brettchen bestellt. Und ich so, ja, ich auch und ich freue mich schon. Und habe gesagt, welches Motiv ich hatte. Und dann hat er das halt gelesen und hat gesagt, ich glaube, deins ist gerade auf dem Druck. Und hat das Bild reingepostet. Total cool. Das fand ich richtig, richtig cool. Und auf jeden Fall habe ich bei der Firma Frettchens Druckwelt bestellt. Der eine oder andere kennt es bestimmt schon, die liebe Rina vom Kanal Rina Jackson. Sie hat auch schon Bretter vorgestellt. Ja, und zwar hier habe ich das Päckchen. Es kam heute an, es ist ganz frisch und heiß, die Ware. Ja, und ich habe nämlich immer noch kein passendes Brettchen für meine Grinsekatze. Und die hat ja so viele Farben, ich glaube 89 Farben. Und dann habe ich gedacht, komm, kauf dir das Hunderte. Er hat verschiedene Größen. Er hat ein Brettchen für 50 oder beziehungsweise das besteht, glaube ich, auf mehreren Bausätzen. Ich habe mir das Video, das allererste, glaube ich, von der Rina, das habe ich mir angeschaut. Und ja. Es gibt einmal einen 50er, 75er und einen 100er, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe auf der Homepage. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, cool. Was ist das? Ein Frettchen. Das ist ja cool. Auch gedruckt. Das ist ja süß. Das Eichhörnchen. Sehr schön. Vielen Dank. Echt schön. Krass, ich habe noch nie was sowas gesehen, was so massiv gedruckt ist. Sieht schön aus. Stell ich, kommt zu meiner Herbstdeko dann. Vielen Dank, lieber Thorsten. So, und ich freue mich jetzt. Hier ist vielleicht die Rechnung drin. Das nehme ich mal raus. Beziehungsweise eigentlich habe ich die online bekommen schon. Kann auch sein, dass es nur noch ein Schreiben, ein kleines. Ich gucke mal ganz kurz, was da drauf steht. Nee, ist nur der Lieferschein. Ihr seht's. Hier steht es auch noch mal. Frettchens Druckwelt. Und das hier ist dann auch die Internetadresse www.frettchens-druckwelt.de. Ja, super schön. Freue mich. Ja. wir haben, man hat da eine Möglichkeit, und zwar hat man die Möglichkeit, das Brettchen auch in einer Wunschfarbe zu drucken. Und er hat ganz viele Motive am Start. Und ich habe mir die Wunschfarbe Weiß und Mint ausgesucht. Also eigentlich Mint, weil die Schalen sind weiß. Beziehungsweise ich habe das so angegeben. Schaue ich mal hier kurz. Ich würde sagen, ich hole es jetzt einfach mal raus. Ah, cool, Sticker. Ohne, dass ich den halben Inhalt hier... oh, ist das schon? Ich freue mich schon, wenn ich die Farbe schon sehe. Da lacht mein Herz. Ich freue mich echt. Voll cool, dass man da so seine Wunschfarbe angeben kann. Also ich mache die Karton jetzt einfach mal auf die Seite. Das sieht leer aus. Ich gucke nochmal. Ja, ist nichts mehr drin, außer Füllmaterial. So, da haben wir dann alles am Start. Ja, hier haben wir so kleine runde Kreissticker. Das finde ich sehr cool. Wahrscheinlich damit man halt sein Brettchen beschriften kann. Und hier habe ich noch einen Einkaufschip und noch ein extra Schälchen. Cool. Bin ich mal echt gespannt. Sehr cool. Ein Einkaufschip kann man eh mal gebrauchen. Der kommt auch an meinen Schlüsselbund. Das ist auch eine coole Idee, eigentlich das an den Schlüsselbund zu machen. Ich habe zwar in meinem Auto bestimmt überall in jeder Ecke einen Euro liegen oder einen Chip. Aber man, meistens, wenn man dann einen braucht, findet man keinen. Ne? Und wenn man es am Schlüsselbund hat, hat man halt immer einen dabei. Also vielen Dank auch für den Einkaufschip.
Und dann noch für das Extradöschen. Schau ich mir das mal an. Wenn man das mal so live in der Hand hat, ist es nochmal ganz anders dann, ne? Ihr seht's. Hier haben wir die Öffnung, Ausschüttöffnung. Es glitzert so ein bisschen. Cool. So cool. Ja, einmal so ein Schälchen. Vielleicht brauche ich das nochmal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir lassen es einfach auf uns zukommen, was da jetzt alles beinhaltet. Ja, ich habe mir ein ganz tolles mit. Oh, meine Güte. Oh, ich bin so glücklich. Sorry, dass ich hier gerade so ausrast, aber wenn ich diese schöne Mintfarbe hellblau sehe und jetzt zeige ich euch das Motiv. Es ist so ein schönes Motiv. Ich habe mich gefreut, dass es sowas gibt. Und ja, ich würde sagen, ich drehe es mal um. Tada! Ist das nicht cute? Meine Güte, ist das schön. Und echt schön gedruckt. Echt schön gedruckt. Alles ganz glatt. Keine Nasen, keine Ränder, keine Kanten. Mega. Oh, ist das toll. Ist das toll, Leute, ist das toll. Ist das nicht schön? Und er hat ganz viele Motive. Also ich habe gesehen, ich glaube, ein Labrador. Dann hat er ein Frettchen. Ich glaube, ein Wolf. Also er hat ganz viele. Ein Pferd, glaube ich, hat er auch. Dann ein Totenkopf hat er, glaube ich. Also wirklich einige Motive. Es sind bestimmt 15 Motive, wo man sich da aussuchen kann. Und ja, ich freue mich und ich finde die Schildkröte so schön. Und sie passt jetzt echt voll in den Sommer, oder? Ach, ich freue mich, Pendy auch gerade ein Schildkrötenbild. Irgendwie passt es so. Passt zwar nicht zu Grinsekatze, aber muss ja nicht, ne? Weil ich benutze das Brett ja vielleicht auch öfters. Wir haben hier so Buchecken, also so Kantenecken, ne? Kennt man ja oft auch von Büchern. Schutzkanten finde ich sehr gut. Die machen wir mal auf und ach, auch wahrscheinlich, um das zusammenzuhalten. Och, ist das toll. Mal auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen, ne? Dass man sowas druckt. Es hat auch natürlich seinen Preis. Ich meine, das sind aber schon Brettchen für 100 Farben, muss man da auch bedenken. Wenn ich mir überlege, jetzt was kostet so ein 36er Holzbrett, sind auch nicht ganz günstig. Und ihr habt dann halt auch euer Wunschmotiv. Finde ich richtig toll. Es ist eine Handarbeit, es ist handgemacht. Es ist nicht auf dem Laufband hergestellt. Und ja, tolle Arbeit. Also, ich bin echt ein bisschen sprachlos. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal auf. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, das geht hier oben auf, denke mal. Wie gesagt, ich habe das noch nie in der Hand gehabt. Oh. Ja, oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Genau so wollte ich es haben. Das ist toll. Also, wenn die Firma genau weiß, wie man es will. Also, ich hatte reingeschrieben. Also, das hatte ich reingeschrieben. Deckel bitte in Mint, Schildkröte in Weiß, Bodenmint, Schalen in Weiß. Und wie habe ich es bekommen? Genauso wie ich es wollte. Mega toll. Mega, mega toll. Ah, jetzt check ich's. Das ist das Schiffchen zum Eingießen in die Schalen, denke ich mal, oder? So ist es gedacht. Ach, ich weiß es nicht mehr. Das nimmt man sich raus oder man kann es halt auch. Und man macht's, nee, man kippt es hier rein und dann kann man es zurückgießen in den Beutel. Ne, dass man es besser leer machen kann. Ich glaube, zum Ausleeren ist das gedacht, das Schälchen. Korrigiert mich gerne. Wie gesagt, das ist jetzt das mein erstes Brettchen. Ich habe zwar schon Videos angeschaut, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Oh, ist das schön. Schaut mal. Oh. Oh, ist das schön. Viermal. Ja, 25, ne? 4x25. Mega. Super schön. Ist das nicht schön? Und dieser tolle Deckel dazu. Ich lege es jetzt mal so hin, wie auf dem Bild. Mensch, da hätte, ey, was für ein tolles. Also,
Ist das nicht toll? Ja, ich bin voll glücklich gerade. Das ist richtig, richtig schön. Also Thorsten, ganz, ganz tolle Arbeit. Großes Kompliment an dich und ich weiß nicht, ob deine Frau oder Family da vielleicht noch mit hinterstecken. Wirklich ganz tolle Arbeit. Respekt davor. Mega, mega mäßig toll. Ich verlinke euch alles natürlich unten in der Videobeschreibung. Und schaut auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, es gibt auch kleine Bretter mit 50, dann kriegt er wahrscheinlich so zwei Etagen, denke ich mir. Oder es gibt 75, dann kriegt er drei Etagen. Eigentlich cool gelöst, ne? Wenn man vielleicht ein ganz kleines Brettchen will, nur mit 25, ob das auch möglich ist, vielleicht auch möglich, ich weiß es nicht. Und die schaut mal, die sind auch so richtig hier mit so Kanten. Mit so einer Kante, damit das sich so richtig reinsetzt. Also da steht nichts ab. Mega cool. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es sich raussticken lässt, aber ich glaube gut. Der Rand ist nicht so hoch, ne? Ja, ich glaube, da kommt man gut rein. Ja, also, das ist das Brettchen zur 3D-Frettchens Druckwelt. Ich habe gerade auf den Zettel geguckt und da steht dieses 3D. Ich finde es irgendwie voll cool gemacht. Das Logo hier mit dem, ne, mit dem 3D, weil es ist ja 3D, 3D-Druck. Also das ist auch echt ein cooles Logo. Und ja, toll, 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 toll. Also, vielen Dank für die tolle Arbeit. Und auch natürlich für das süße Eichhörnchen. Sieht echt schön aus. Und dann so in so einem, wie so ein Diamantlook, ne? Durch diese Facettierung, oder wie man sagt, ne? Super schön. Und auch für den, der kommt direkt an meinen Schlüssel dran. Die Sticker werde ich wahrscheinlich vielleicht nicht benutzen, muss ich mir noch überlegen. Weil vielleicht für ein anderes Projekt dann, wenn ich das neu starte, wo man vielleicht nur die Zahlen drauf schreibt, weil ich habe tatsächlich mein Projekt ja schon, was ich benutzen möchte. Ich mache das jetzt mal hier auf die Seite zumachen, brauchen wir es nicht, weil ich möchte mit euch das jetzt zusammen umfüllen, einfüllen, abkippen sozusagen. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Farben mit euch schaffen, aber ich habe gedacht, ich babbel jetzt ein bisschen mit euch und ihr könnt vielleicht nebenher sticken. Und ja, ich zeige euch mal mein tolles Projekt. Wohnt immer noch in diesem Karton und ist wahnsinnig schwer. In dem Versandkarton, wie ich es bekommen habe. Ach, jetzt habe ich gerade kurz Pause gemacht, ich habe so niesen müssen. So, also, ich habe das, die Farben, die ich jetzt gerade halt einfach sticke, hier in so einem kleinen Brettchen drin. Hat auch gut funktioniert, aber später wusste ich auch noch nicht so genau, wie ich es machen soll. Das ist das Bild. Das ist von Olgas Perlenwelt. Diese tolle Grinske. Ich habe es euch ja schon ein paar Mal gezeigt, ne? Sie schickt immer die Legende mit dazu in so Papierstreifen. Das habe ich mir jetzt einfach mal kopiert, weil ich hebe das Original auf jeden Fall auf. Falls irgendwas ist und ich brauche nochmal einen Sticker oder so, dass es mir nochmal irgendwie, falls ein Sticker abgeht oder so, nochmal kopieren kann und draufkleben kann. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie weit ich bin bisher. Ah, ich mache einen schweren Karton. Das ist echt schwer. Bin mal gespannt, wie schwer das Bild wird. Ist ja auch echt groß, das Bild ist. Wartet mal, das stand auf der Papierlegende. Wir können. Ah, das habe ich hier, genau. Ich sage es euch gleich. Ich glaube, irgendwas 80 mal. Ja, ich zoome euch mal ein bisschen raus. So. Ja, das habe ich bisher gestickt. Also, ihr seht noch nicht so viel, obwohl es schon eigentlich viel Perlen sind. Weil es sind in der Reihe, glaube ich, über 350, ich glaube 357 Perlen. Und ja, habe doch schon ein paar reingeschickt. Ihr seht, hier habe ich noch ist es ziemlich verlaufen. Ich hatte erst einen Stift genommen, der nicht so gut funktioniert hat. Deswegen sieht es auch hier nicht so schön aus. Aber wenn ich es dann runtergestickt habe, das dann überstickt habe, dann werde ich auf einen anderen Stift
umschwenken, weil ich zeichne mir immer nur die senkrechten Linien ein. Das reicht mir, die Zehnerlinie. Ich brauche kein Zehnerkästchen, ne? Und weil man sich ja im Zehnerkästchen immer nur in einer Reihe bewegt, ne, da kann nicht viel passieren. Ja, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken auf die. Ja, hier haben wir es noch mal stehen. Es ist 64,41 mal 91 cm, ja. Ordentlich, wirklich ordentlich. Und ich meine, ich habe 89 Farben. Ich habe es noch gar nicht nachgezählt. Doch, ich habe es, glaube ich, mal einmal nachgezählt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber um den Dreh rum, ne? Das ist quasi die Stickschrift. Und die lege ich mir jetzt einfach mal auf die Seite. Dann kommen wir zu den großen Paketen Perlen. Einmal und zweimal. Ja. Dann habe ich noch ganz viel Garnspulen, aber das interessiert ja jetzt nicht, ne? Ich will ja das einfach da einkitten in das schöne Brettchen. Das heißt, das hier bleibt draußen. Und das hier darf wieder zurück. Und dann werde ich mal gucken, je nachdem, ob ich mir vielleicht das dann auch in den anderen Karton reinmache, weil das sieht jetzt schon ein bisschen abgebranzt aus. Mal gucken, ich werde es mal schauen, wo ich es reinmache, weil es passt eigentlich ganz echt ganz gut in diesen Karton rein, weil ja, das ist genau so ein A4-Karton und die dicken Perlen und so, das passt eigentlich. Vielleicht lasse ich es auch einfach da drin, ne? Ich brauche es dann immer nur vorholen, wenn ich frische Perlen auffüllen muss. Ja, hier hatte ich schon mal angefangen. Ihr seht, hier habe ich mir schon einen Sticker drauf gemacht gehabt. Das werde ich mir auch aufheben, wie gesagt, wenn da vielleicht von dem Brettchen irgendwie ein Sticker runtergehen sollte. Und dann kann ich hier nochmal welche rausschneiden. Das mache ich mir einfach auch mit in zu meinem Dings rein. Hier zu meinem Schema. Und dann, ja, ich würde sagen, ich lasse einfach, glaube ich, hier so das bisschen ab. Ich habe meinen Tisch neu bezogen. Das ist euch schon aufgefallen. War auch höchste Zeit. Jetzt muss ich mir aber bald neue Folie kaufen, weil ich arbeite ja hier an diesem Tisch. Und jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wie weit es geht. Ich mache mir kurz die Markierung, damit ich nicht außer der Kamera. Ich bin gleich wieder bei euch. So, ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe mir noch was zum Trinken geholt. Johannisbeerschorle, mein Kaffee steht auch am Start. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schieflaufen. Ja, ich hole jetzt mal hier mein schönes Brettchen her. Tada! Und wisst ihr, was auch voll cool ist, was mir jetzt gerade erst auch bewusst geworden ist? Einfach, wartet mal. Der erste Deckel. Der erste Deckel geht hier auf mit so einem, voll cool, mit diesem Mechanismus. Sehr cool gemacht. Ah, ich drehe es mal um. Schaut mal, wie sauber das gedruckt ist. Das ist echt sauber gedruckt, so richtig schön. Die darf mitzugucken, die kleine Schildi. Ja, und zwar, was mir auch aufgefallen ist, was ich mega cool finde, was es jetzt richtig einfach macht. Und zwar, stell mal den Rest hier weg. Oder mach die Schildi irgendwie oben drauf. So. Und zwar, wir haben ja hier einzelne Fächer. Das macht es cool, wenn ich möchte. Mal nur gucken, wie ich das am besten packen kann ich mir das umsortieren und kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt 89 Farben. Ich habe mir das hier nur durch den Sticker Maker gezogen, damit ich Sticker habe. Das nochmal weg. So, und zwar, wenn ich möchte, kann ich mir das umsortieren, weil ich habe hier jetzt zum Beispiel einige Zahlen drauf. Ich glaube, Zahlen sind relativ viele drauf. 1 bis 9. Und dann habe ich auch ein paar wenige Buchstaben und dann wird es schon. Ich habe schon überlegt, wie ich es dann sortiere, aber puh. Oder ich habe auch erst überlegt,
Aber das bringt eigentlich nichts, ne? Erst so blaue, also nach Farbschema zu sortieren. Das bringt aber nichts, weil auf meinem Schema sehe ich nicht, ob das jetzt eine blaue Farbe ist oder ob das jetzt eine lilane Farbe ist. Ich glaube, ich werde mir das hier. Ich mache jetzt einfach mal der Reihe. Ich sortiere jetzt einfach mal ein ohne Schema und sortiere mir das um. Ich hoffe, ich kriege das dann auch gepackt noch. Mal gucken, ob man da, ob es da vielleicht einen Trick gibt, dass ich die. Aber ich glaube, man kann es hier ganz gut packen. Ob ich das dann, wenn da Perlen drin sind, ne, dass ich das halt irgendwie umsortiert bekomme. Damit ich das vielleicht, ja, keine Ahnung, muss mal gucken, vielleicht mit einer kleinen Zange oder so. Ich habe hier so eine. Dass man halt die Perlen nicht verschüttet, weil wenn ich da mit meinen dicken Fingern. Ja, nee, das kippt mir dann, das mache ich nicht. Okay, wir werden sehen, wie ich es rauskriege. Ich sortiere jetzt einfach mal rein, sonst muss ich halt nachher einfach gucken, wo die Farben sind. Hier hatte ich mir das ja so sortiert, wie ich die Farben sticke, weil ich ja viel Hintergrund gerade im Moment sticke, habe ich mir halt auch nur die Farben hier abgekittet, ne? So könnte ich es auch machen, dass ich hier erstmal hier diese Hintergrundfarben hier, die ich ja eh brauche, gleich hier vorne rein sortiere. Das wäre vielleicht eine Idee. Jetzt die hier rauszufischen, wird eine Herausforderung. Aber ich habe ja so Perlenlöffel. Ich habe ja dieses Perlenvorsortierbrettchen. Das gibt es übrigens auch beim Thorsten bei Rädchens Druckwelt. Aber hier in so einem Waffelmuster, ne? So wie man es kennt da habe ich eins von denen hier, ne? So wie man es kennt von denen hier. Bloß halt ein bisschen höher, ne? Wo mehr reinpasst. Ich weiß nicht ganz genau, wie groß das ist. Ein so ein Brettchen ist so groß wie das hier, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, und besteht auch aus vier Brettchen oder so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ne? Ich hatte es noch nicht in der Hand. Aber hier werde ich die Perlen hier rüber. Aber das mache ich, glaube ich, ein anderes Mal. Das machen wir heute nicht. Bis ich die da rausgefischt habe, da ist wahrscheinlich das Video schon über eine Stunde. Wir füllen jetzt hier einfach neu ab. Aber ich weiß, ich lasse es mir mal noch hier stehen. Und guck dann noch mal, welches Symbol ich ja, aber ich weiß es eigentlich schon im Kopf ungefähr. Also ich brauche auf jeden Fall diese Farbe. Hier habe ich sogar die Perlennummer. Da, wo ich die Perlennummern hatte, habe ich es draufgeschrieben. Ich habe nämlich so ein tolles Perlenbuch. Ich habe ja hier dieses Preciosa Perlenbuch. Das gibt es ja bei mir auch in Blanco, in so einer ähnlichen Variante, da könnt ihr eure Perlen selber einstecken. Und ich habe hier halt schon gefüllt, das habe ich bei Etsy gekauft. Kann ich euch auch gerne mal verlinken, ist aber echt teuer gewesen. Also war nicht ganz so billig, aber klar, überlegt euch mal, was das für eine Arbeit ist, hier diese ganzen Perlen da einzufädeln. Puh. Auf jeden Fall, dadurch habe ich ein paar Perlen zuordnen können und habe dann die Nummern drauf geschrieben, weil die Olga gibt mir die Nummern nicht dazu. Was ich ein bisschen schade finde, wenn man mal fertig ist mit dem Bild, kann man sich die Perlen halt schlecht wegsortieren. Aber na, bis ich das fertig habe, ich vielleicht noch ein paar andere Bilder fertig und kann dann das dann zuordnen. Irgendwann findet sich die Farbe. Ja, ich glaube, das macht sie auch aus Schutz, dass es halt niemand kopiert. Ne? Also diese Farbe haben wir auch, genau. Da habe ich auch die Nummer. Dann haben wir diese Farbe hier. Und das haben wir noch nicht benutzt. Das Z hier. Oh, guck mal, was für ein Riesenbeutel, ey. Das hier haben wir auch, genau. Die Farbe, ja, die haben wir auch. Ja, haben wir auch am Start. Boah, das ist so eine schöne Perlenfarbe. Schaut euch die mal an. Seht ihr das richtig in der Kamera? Ich weiß es nicht. Ja, doch, man sieht es ein bisschen, ne? Ich zoome euch mal ganz kurz ran. Finde ich cool, die Farbe. Mega, oder? So richtige Regenbogenfarben. Ja. So, dann zoome ich euch wieder raus.
Ich finde es immer schöner, wenn man es ein bisschen mehr halt sieht, ne, was derjenige macht. Ich mache aber auch mal den Fokus rein, dass es hin und her schwimmt. Also das, die haben wir nicht gehabt. Haben wir jetzt hier noch eine Farbe drin. Also das Schwarz, glaube ich, hier, was es ist. Nee, das war es nicht. Das ist diese Farbe, das Herzen auch nicht. Da habe ich so das hier was. So ein ganz dunkles Blau. Im Diamond Penny würde man sagen, die 939 oder die 823. So, also. Gut. Dann, ich würde sagen, die kippen wir uns als erstes ab. Oh, das ist schöne Farbe. Das passt gut zu meinem Brettchen. Ich glaube, die Farben werden richtig schön hier in dem Brett aussehen. Ja, jetzt machen wir die Farbe, die wir am meisten brauchen. Das sind vor allem dieses Säckchen und dieses hier. Ich mache es jetzt auch so ein bisschen nach der Reihenfolge, wie ich es auch hier mir drauf gemacht habe. Und da die Kreise hier doch relativ klein sind, was heißt, ich denke mal so ein 8 mm vielleicht. Ich schneide mir hier nur die Farbleiste weg, ne, weil die brauche ich nicht. Ich brauche ja nur das Symbol. Kann ich mir eigentlich auch wegmachen, weil das Farbding nutzt mir ja nichts. Ist ja jetzt keine DMC-Nummer oder so. Ist lustig gedruckt hier irgendwie, weil. Zeig's euch gleich, sag's euch gleich. Mal ein bisschen stehen lassen. Das kann weg. Und zwar, seht ihr, hier ist es alles fortlaufen und hier haben wir so viel Platz zwischen den Symbolen. Weiß auch nicht, warum das so ist. Aber ja, macht ja nichts, ne? Ich nehme aber mal eine andere Schere, wo ein bisschen spitzer ist vorne. Und zwar brauchen wir jetzt, fangen wir hier mit dem Alien an. Also das ist mein Alien, aber manche sagen, das ist ein Zelt. Finde ich auch sehr cool. So ein Tippi-Zelt, ne? Ja, wo ist das? Das. Ah, da ist es drauf. Ich habe doch gewusst, hier war es doch irgendwie. Und zwar schneide ich mir das einfach hier so ein. Ich glaube dann, vielleicht weil die so klein sind, nehme ich mir hier so eine Pinzette. Dann kann ich es mir schön platzieren, ne? Hier auf meinem Kreis. Oh, passt super drauf. Sehr schön. Oh, dann können wir schon die erste Farbe abfüllen. Jetzt wird es aufregend. Man muss aufpassen, dass man es nicht zu voll macht, ne? Dass das Brett halt noch gut zugeht. Sollte auf keinen Fall drüber stehen. Ich glaube, das reicht auch. Relativ dünne Beutel hat die Olga hier am Start. Also, ich habe schon echt Angst gehabt, dass sie mir irgendwie platzen oder so. Aber bis jetzt, toi, 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 ist noch keins geplatzt. Das kann ich wieder. Das kann ich mir eigentlich mal hier auf die Seite machen. Du weißt ja, das habe ich jetzt schon vorbereitet. So. Dann haben wir hier einmal das Viereck mit den Streifen. Also da werde ich eine Weile beschäftigt sein, bis ich das alles eingefüllt habe. Mal vielleicht noch was Besseres.
glaube, mit dem geht's besser weg, ja. So, weil das ist noch dünner als die Pinzette, da kommt man noch besser drunter. So, dann können wir hier eigentlich kurz mal die Symbole draufkleben. Also ich habe jetzt das gemacht. Dann haben wir hier drunter, da haben wir das Z, glaube ich, drunter. Ich kann es gerade nicht lesen. Ja, da schmeckt der Magnet drunter. Das Z, das haben wir hier unten gleich. Vielleicht ein bisschen größer schneide ich mir noch mal ein bisschen schmäler. Einmal das Z. Dann haben wir diese Ecke mit dem Punkt. Die Ecke mit dem Punkt. Man muss auch immer aufpassen, dass man es richtig rum draufklebt, ne? Dass man es nicht verwechselt mit einem anderen Symbol vielleicht. Ach, das habe ich auch. Das können wir eigentlich auch schon draufkleben zwischendrin. Aber das ist eine Farbe, wo ich nicht so oft brauche. Die kann ich aber da oben hinkleben. Das ist jetzt hier ein bisschen bekanntes Symbol. Das ist dieses, das da hier mit der Ecke und das in der Ecke ist der Punkt. Hat man auch viel im Diamond Painting. Aber ich bin irgendwie, ah, da ist es. Ich bin irgendwie blind. Aber ich habe es gefunden. Von der Olgas Perlenwelt irgendwie, da kriege ich auch gar nichts mehr mit. Ist sie noch aktiv? Also verkauft die jetzt noch oder kauft die nicht mehr? Doch, ich glaube, sie verkauft noch, oder? Aber ich habe auch gerade Perlensticken, habe ich auch nicht so viel gemacht letzter Zeit. Da auch nicht so viel gelesen. Genau, jetzt haben wir hier das Pick-Zeichen. Nee, nicht Pik, es ist Pik ist das da hier mit dem Herzpik, ne? Nee, ich meinte das andere Symbol. Das andere Symbol. Das da hier. Ah, wie heißt es? Ja, mir fällt es nicht an, mir liegt es auf der Zunge, aber denke ich, kommt drauf. Diese Lilie, also so lilienmäßig aussieht. Lilie. So, dann haben wir das Dreieck nach oben. Das ist cool, dass hier bei einem Brettchen ist immer blöd, weil je nachdem, wie man es dreht, ne, ist das Symbol richtig rum oder falsch rum, ne? Da habe ich das Dreieck schon. Ha, ist das schön. Und dann kann man noch dieses halb gefüllte Dings machen. Aber hier haben wir noch die Schlaufe. Die Schlaufe. Ist immer so lustig, ne, was für Namen man gibt. Manchmal wechsle ich auch innerhalb des Projektes die Namen, je nachdem. Manchmal sage ich auch blau, weiß, gelb, wenn ich gerade hier in einem Feld bin, wo immer die gleiche Farbe sich wiederholt. Ne? Ja, und dann brauchen wir jetzt noch das halbgefüllte. Ich glaube, das war hier drüben. Das halbgefüllte Dreieck. Oder wie man es auch immer nennen möchte. Es könnte auch ein Berggipfel sein. Das ist so ein. So, habe ich hier noch gar nicht rausgelegt, aber das habe ich hier auch schon einsortiert. Das habe ich mich auch
hier am Start, gleich hier vorne. Oh, so, ist so schön. Oh, ich bin voll verliebt in diese Farben. Das ist einfach nur noch schön. Es ist einfach nur noch schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass euch das auch gefällt. Also, ihr braucht dann, wenn ihr sagt, ihr müsst halt bei der Wunschfarbe, zahlt ihr 5 Euro mehr. Aber ihr habt es halt in eurer Wunschfarbe, ne? Und nicht in Schwarz-Weiß. Und das ist, finde ich, halt toll. Ja, es ist richtig toll. Ist mega cool. So hat man doch auch mal ein individuelles, ne? Die Holzbrettchen sind halt alle im Holz, ne? Zwar andere Formen, aber so hat man doch sein individuelles Brett. Es wird vielleicht das ein oder andere nochmal einziehen. Ja, Thorsten, falls du das Video schauen solltest, was auch cool wäre, wäre vielleicht so ein Delfin obendrauf. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Das sieht jetzt auch bestimmt schön aus. Ich weiß nicht, ob du auch auf Wunschformen machst. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ne? Dass du so Symbole, also Designs entwirfst auf Wunsch. So, wo ich jetzt, das haben wir jetzt gemacht. Die Schlaufe haben wir jetzt, kommt noch die Schwarz. Das habe ich hier. So, dann können wir jetzt schon mal ein paar Perlchen einfüllen. Das ist das, was ich jetzt hier auf dem Brett habe. Das habe ich jetzt hier mir vorne. Hier vorne gleich reinsortiert, weil das sind die Farben, wo ich wirklich im Hintergrund jetzt ganz viel mitarbeite. Und dann machen wir die nächsten Farben. Ja, ich denke mal, das Video wird auch ein bisschen länger werden. Wahrscheinlich ein bisschen über eine Stunde oder so. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Ja, ich freue mich jetzt richtig, dass ich das habe. Ja, jetzt kommt das Symbol, was ich mir noch nicht rausklickt habe. Da gucken wir jetzt mal. Das ist das ganz helle Blau. Auch gar nicht so viel, aber es braucht man immer ein bisschen. Und dann muss ich mal gucken, welche Farbe hatte ich mir noch an. Guck mal nachher. Ja, oh, schön. Ach, das sieht auch so schön aus in dem Brettchen. Total toll. Also, ich bin echt schwer. Also, ich werde bestimmt noch das ein oder andere einziehen. Ich glaube, dann stecke ich auch ein bisschen aus dem Perlenbrett raus. So. Dann kommt das Z. Da haben wir ganz viel und da brauche ich auch immer ganz viel davon. Das ist echt eine Farbe, wo ich viel brauche. Ich weiß, dass einige YouTube-Kolleginnen auch diese Bretter schon haben. Ich glaube, die Rita und die Rina, ich weiß nicht, ob die Silke auch schon so ein Brett hat. Die hat ja ihr selbst gemacht. Ob sie aber auch schon eins gekauft hat, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben schon einige Kolleginnen auch schon die Bretter. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen bei denen. Jetzt kommt das hier, die Farbe, genau. Das hier und das hier, das wechselt sich eigentlich immer ab im Hintergrund. Also das, ich habe in dem Bild wirklich richtiges Konfetti. Ich habe immer diese zwei irgendwie im Wechsel. Da hast drei Perlen von der, dann wieder zwei, dann drei Perlen wieder von der. Also kannst nicht eine Farbe durchsticken. Schön mal, sondern muss echt aufpassen. Zählen. Nicht abhauen hier. Ich hätte mir ja auch einen Löffel holen können, aber ach, ja, ich bin da. Auch das so. Das sind ja jetzt nur die großen Beutel, wo man ein bisschen aufpassen muss. Bei den kleinen geht es ja, glaube ich, ganz gut. So, ich will es aber nicht voller machen, weil ich habe dann Angst, wenn ich das draufsetze, dass es vielleicht irgendwie nicht richtig schließt. Aber das kann eigentlich nicht, nicht unrichtig schließen, weil wir haben ja hier diese Ecken. Es kommt ja drüber. Das heißt, es ist auf jeden Fall zu, ne? Und ich, vielleicht ist auch das hier dafür gedacht, zum Einschütten. Aber ich glaube eher zum Ausschütten, oder? Könnt ihr mir ja mal sagen. Also Thorsten, falls du das schaust, ist es jetzt zum Reinmachen gedacht? Oder ist es, achso, dass man vielleicht hier seine Perlen... Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Das können wir jetzt mal ausprobieren. So, hier haben wir ja auch noch einen großen Beutel. Jetzt machen wir das mal so. Bei den kleinen geht es nicht.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich hier einfach. Oh, oh. Muss ich aufpassen. Ja, das muss man aufpassen, dass aus der Öffnung nichts rausfällt. Und das dann so eingießt. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Aber das geht halt natürlich nur mit großen Beuteln, ne? Wo man hier hat. Was sind das nicht schöne Farben? Das passt so schön hier in das Brettchen rein. Ach. Das richtige Motiv dafür ausgesucht. Ich habe es auch extra dafür gekauft. Ne? Also ich habe mir erst überlegt, nimmst erstmal ein kleines, aber dann habe ich gedacht, nee, hey, ich habe noch die Grinsekatze, die ich nicht weiß, wie ich so einsortieren soll. Ich kaufe dir gleich ein großes. Und hier können wir das auch machen. Hier haben wir eine bisschen stabilere Tüte, das ist sehr angenehm. Hier muss ich nur gucken. Weißt du, was das noch cool wäre, Thorsten? Ich weiß nicht, ob das zum Einschütten ist oder gedacht ist oder nicht. Aber wenn du so einen kleinen, flachen Stöpsel noch hättest, den man hier so drauf machen könnte, dass man dann quasi, wenn man das so sich rausschüttet, ne, dass das dann nicht zwischendrin raus und dann macht man den Stöpsel ab und kann es sich dann einfüllen. Und was cool ist, es ist ja eigentlich gerade die Menge, was hier so reinpasst. Ne, dann hat man das, sich das schon gleich abgemessen. Das habe ich jetzt schön voll gemacht. Ich glaube, ein bisschen größer, oder? Nee, ist genauso groß, aber ein bisschen höher vielleicht. Also, das wäre vielleicht noch eine Idee, so einen kleinen Stöpsel, dass man drauf machen kann, dass wenn man es sich rausnimmt, dass es zwischendrin nicht rausfällt. Als kleine Anregung. Jetzt, weil ich es jetzt halt gemerkt habe, ne? Aber so super. Okay, jetzt haben wir hier die Schlaufe. Das ist bei mir das Symbol Schlaufe. Da kann man jetzt auch wieder hier schön rein mit meinem. Mit dem, diesmal meine ich nicht so viel. Den brauche ich auch nicht ganz so viel gerade. Noch nicht. Ich habe zwar hier eine große Tüte, aber ein bisschen kann man noch. Ein bisschen geht noch. Kleines bisschen. So. Hier muss ich so aufpassen, dass die Tüten auch echt. Macht ihr das auch immer, das doppelt gucken, dass die Tüten zu sind? So, dann haben wir hier noch das Schwarz und die eine Farbe muss ich mir noch raussuchen. Das ist das ganz helle, durchsichtige. Beziehungsweise eigentlich ist es die 939 hier, kein Schwarz, aber sehr dunkel. Dunkles Blau. So, da brauche ich auch nicht so viel. Schaut, das ist schon eine kleine Tüte. Und dann schauen wir mal. Was ist denn eine schöne Farbe? Wo ist sie? Ist sie doch noch hier drin? Nee. Ist sie hier nur graue Farben? Ja, das habe ich. Hellblau durchsichtig. Ich muss sie doch rausschütten. Die Farbe hin. Ich guck mal in mein Karton, vielleicht ist aus der Tüte raus. Nee, sag bloß, ich habe die Farbe schon aufgebraucht. Hier in meinem leer gemacht. Ja. Ich habe sie schon leer gemacht, seht ihr? Hier ist die Tüte. Puh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst gehabt. Also dann löffeln wir uns die mal raus hier. Gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ja, mit dem Löffel geht es ganz gut.
braucht man nämlich auch nicht viel, das weiß ich. Immer nur so am Rand von dem Pilz, also quasi wie so Highlights sind das, ne? Hier so diese ganz helle Farbe. So. Ah, man kommt hier gut in die Ecken rein, das ist super. Wenn man es vorsichtig hält, dann holen auch nicht die anderen Farben raus. Echt aufpassen hier ein bisschen. Ah, jetzt habe ich hier noch drei so Vita-Spenstiche, die wollen nicht. Muss ich mir wohl eine Nadel hernehmen. Es kommt hier so eine dicke Fliege reingeflogen. Ey, nee, oder? Oh. Kannst du nicht wegbleiben, du Fliege? Ey, das kann ich jetzt nicht brauchen, wenn wie so eine dicke Fliege da hier. So, dann mache ich jetzt gleich mal den Deckel wieder drauf. Flupp. Ach, Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon echt Angst gehabt, hey, wo ist die Tüte? Aber es war ja nur ganz wenig. Ne? Das heißt, ich habe die Farbe quasi schon voll eingefüllt gehabt. Ich jage jetzt kurz mal die Fliege weg. Ich bin gleich wieder bei euch. So, ich habe zwar nicht gesehen, wo sie hin ist, aber ich hoffe, ich habe sie verscheucht. Irgendwie höre ich sie jetzt nicht mehr. Brumm, brumm. Ja. Ja, das ist halt, wenn man auf dem Land wohnt, ne? Obwohl, ich glaube, es gibt so in der Stadt dicken Speisfliegen oder was es sind. So. Flupp. Dann haben wir das schon. Jetzt haben wir schon die schönen blauen Farben. Jetzt kann, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach mal random weiter. Ich nehme jetzt einfach die Farben und dann kann ich noch mal gucken, wie ich es rumsortiere. Ich nehme jetzt mal hier das schöne Mintgrün, das ich die ganze Zeit schon im Auge habe. Oh, es ist schön. Meine Güte, es ist eine schöne Farbe. So, dann brauchen wir noch das Symbol. Das ist einmal diese Sanduhr. Da ist sie. Wie stickt ihr? Stickt ihr nach Nummern? Ich meine, man könnte sich hier auch super gut die Nummern drauf machen, ne? Dann brauchen wir es nie wieder ändern. Also ich würde mir auch Sticker drauf machen, nicht draufschreiben aufs Brett direkt. Das wäre mir zu schade. Falls, ich weiß nicht, wie empfindlich das Material ist, wenn man das entfernen möchte oder so. Ich weiß, es gibt zwar Stifte auch, gerade die, wo für CDs und so sind, ne? Wo man auch abwischen kann. Aber trotzdem wäre mir das... schade, glaube ich. Ich würde dann lieber einen Sticker drauf machen. Hat ja auch extra runde Sticker mit dazu geschickt. Genau 100 Stück. Wie abgezählt. Ja. Sollen wir jetzt doch mal ein bisschen so. Ja, jetzt komm, wir machen jetzt hier mal die schönen Farben, die Mintfarben. Würde ich sagen. Sind statisch aufgeladen hier. Und auch toll. Das ist jetzt so eine matte Perle. Ja. Ach, da haben wir hier das Kreuz. Auch ein sehr markantes Symbol. Erkennt man, denke ich, hoffentlich gleich ganz gut. Ja, da unten ist es schon. Ich frage mich, mit was für ein Programm das gepixelt ist immer. Das sehe ich auch, dieses Programm. Das sehe ich auch ganz bei, ich glaube, bei Heaven and Earth ist es auch, das sind es auch die gleichen Symbole.
glaube, ist das nicht das Ottmann-Programm? Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich meine, bei Perlenstein ist ja nochmal anders dann, ne? Aber man kann ja die Farbschema ja in Perlen ja zu, man kann sich ja ein eigenes Farbschema ja anlegen, ne? In den Programmen meistens. Um Nummern. Och, wie toll. So, jetzt haben wir hier das, die zwei Rauten. Die Doppelraute ist es bei mir. Da. Ganz zart. Ups. Muss ich aufpassen, die zwei Symbole, das ist nicht von hier. Weil ich habe hier zu knapp abgeschnitten. Normalerweise schneide ich es immer so ab, dass ich hier noch ein bisschen Überstand habe. Dass ich nicht jedes einzelne Symbol da so abfiddeln muss. Aber hier unten habe ich es ein bisschen arg knapp abgeschnitten. Das habe ich bestimmt meinen Kopf unter der Kamera gehalten. Naja, damit müsst ihr leben. Und ich. So. Dann haben wir hier einmal das Symbol. Manchmal weiß ich auch gar nicht, wie ich die ganzen Symbole nennen soll. Jetzt sage ich auch manchmal so. Oh, das ist auch schön. Das ist so eine durchsichtige, also sagt mir, das ist diese durchsichtige Perle mit farbigen Kern, nennt sich das. Toll aus, oder? Findet ihr nicht auch? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch schon so ein Brettchen habt oder ob ihr vielleicht damit liebäugelt, euch so ein Brettchen zu kaufen. Sowas finde ich auch eine schöne Sache, auch als Geschenk, ne? Weil es ja natürlich auch nicht ganz so günstig ist, aber der Preis ist schon gerechtfertigt, muss man schon sagen, ne? Das ist wie gesagt Handarbeit und ich will gar nicht wissen, wie lang das auf dem Druck ist. Ich denke mal, dass es ziemlich lang druckt, so ein Brettchen. Na, wo bist du, Symbol? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da unten. Da unten hat sie es versteckelt. Ja, also ich will gar nicht wissen, wie lange das auf dem Brettchen drauf ist. Auf dem Drucker das Brettchen drauf ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmt vielleicht 10 Stunden auf dem Druck ist oder so. Und ich glaube, er ist auch ganz gut bedient mit Drucksachen. Mega. Oh, ist auch schön. So eine coole Farbe hier. Ist das nicht eine coole Farbe? Das sieht so metallic aus, so mit, wie so eine metallic Farbe. Oh, wie schön, da hat man richtig Lust, ne, wieder zu sticken. Ich weiß, Perlenstickvideos kommen bei mir echt selten oder allgemein Stickvideos. Gerade im Moment ist total Diamond Painting angesagt. Obwohl ich eigentlich, letztes Jahr im Sommer hatte ich eine totale Diamond-Painting-Flaute, das ist lustig, und diesen Sommer gar nicht so. Vielleicht ändert sich das noch, wenn es noch heißer wird. Ich meine, es ist schon heiß, ne? Gestern hatten wir 34 Grad. Puh. Es hat dann Gott sei Dank über die Nacht ein bisschen geregnet. Nicht so extrem, also es sollte ja richtige Unwetter geben. Aber uns hat es zwar ein bisschen, ja, es gab schon ein bisschen Wetterchen, ne? Aber jetzt nicht so, dass ich sagen muss, es war so richtig starkes Unwetter oder so. Hat mal zwischendrin gut gestürmt und geregnet und dann war es dann aber auch schon wieder vorbei. So, dann machen wir weiter mit vielleicht Grüntönen, oder? Ja, machen wir mit den schönen Farben hier weiter. Jetzt mache ich es doch farblich. Aber ja, ich werde mir das sicherlich nochmal umsortieren, könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt machen wir hier weiter, hier mit den Farben. Jetzt haben wir hier das Schneckchen, das ist bei mir das Schneckchen. So,
das ist jetzt die Perle mit Kern, nennt sich das. Perle mit Kern. So, wo haben wir das Schneckle? Das Schnöckchen. Da unten. Beim Herz, wie gerade eben das andere auch. So, ich glaube, die Fliege ist wirklich ab. Die ist wirklich, jetzt piepst meine Spülmaschine. Ich hoffe, ihr hört es nicht so laut im Video. Aber hört gleich auf. So, dann haben wir das. Da habe ich auch die Nummer. Pfeil nach oben. Da habe ich auch die Nummer rausgefunden. Auch die Perlen mag ich auch total. Das sind so richtige Glasperlen. Auch die fühlen sich so ganz anders an. So, es sind ja alles Glasperlen, aber so matt und rau, ne? Das ist so ganz besonders. Gefällt mir auch. Gefällt mir auch richtig gut. Da haben wir den Pfeil. Wenn man die Legende jetzt ein paar Mal schon mal angeguckt hat, dann findet man die Symbole wieder schneller, ne? Das, wenn man sich erst wieder neu reinfuchsen muss in die Legende. Ach, da freut sich richtig mein Perlenherz. Aber euch geht es bestimmt auch so, wenn ihr euch so ein Brettchen bestimmt besorgt habt. Oder allgemein, ne, wenn man sich mal so ein neues Bild... neu ist es ja nicht unbedingt, aber wenn man sich halt so ein Bild vorbereitet. Sollte vielleicht auch gucken, dass man nicht so ganz gleiche Farbtöne nebeneinander macht, weil wenn die Perlen mal rüberhüpfen, dann ist es schwer rauszufinden, wohin die Perle jetzt gehört. Aber das sind jetzt total unterschiedlich. Ne? Das ist so glänzend und das ist so matt. Das erkennt man jetzt gut. Habe ich jetzt aber nur gerade gedacht, weil die tatsächlich finde ich, von der Farbe her schon ein bisschen ähnlich fast schon sind. Das eine ist ein bisschen heller, das andere ein bisschen dunkler. Aber weil sie matt und glänzend sind, erkennt man es sehr gut. Wenn jetzt so eine glänzende hier rüber oder tüpft, dann erkennt man das dann schon ganz gut. Aber wie gesagt, ich sortiere mir das wahrscheinlich eh nochmal um. So dass ich so ein kleines Schema habe. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das Schema mache, weil die Symbole hier nicht so gut zum Sortieren sind. Wir haben lauter Sondersymbole. Also wir haben halt, wisst ihr, wir haben hier eine Blüte, dann haben wir hier so ein Dreieck, einen Stern. Wie will man die gruppieren, ne? Ich meine, Zahlen, Buchstaben kannst du gut gruppieren. So ist gleich, geteilt, und so weiter, Punkt, Komma, Strich kann man gut sortieren. Aber diese Symbole oder hier diese Raute, ich meine, Dreiecken kann man auch alle sortieren zusammen. Ich muss da mal rumgucken. Vielleicht werde ich auch ein Brettchen mit so ganz vielen verschiedenen haben und ein Brettchen mit dann wieder zugeordnet. Ne? Das hier hat man doch schon, gemacht. So, das haben wir gemacht. Können wir die Farbe mal. Die ist aber ziemlich ähnlich. Die werde ich jetzt nicht da neben dran. Aber wie gesagt, ich werde mir eh wahrscheinlich nochmal. Machen wir hier einmal unser Bäumchen. Beziehungsweise eigentlich ist es bei mir ein Pfeil. Ist es bei euch ein Baum oder ein Pfeil? Bei mir ist es ein Pfeil. Bei mir sieht es aus wie hinten diese Pfeilspitze. Ne? Pfeilende, nicht Spitze. Pfeil, das Pfeilende. Ja, mega cool. Mega. So, da ist es auch schon. Das Bäumchen oder der Pfeil. Bei meinem Tokareva ist es eine silberne Farbe. Und wo ist mein... Da. Hier ist es jetzt ein Grün. Das ist auch cool bei Tokareva. Ne? Ich könnte jetzt, wenn ich das jetzt ein Tokareva-Bild war, bräuchte ich die Symbole nicht mehr runter machen, weil da hat immer das gleiche Symbol die gleiche Farbe. Ich glaube, sie haben mal zwischendrin gewechselt, ein paar Symbole, aber ich glaube, die meisten sind gleich geblieben. Das ist auch so cool, auch so metallisch, die hier so ein bisschen
bloß halt in ganz dunkel. Das hier zum Beispiel finde ich, dieses Symbol. Also, ich weiß, es ist, Olga, ne, kommt, das ist keine deutsche Firma und dann, für die ist es vielleicht verständlicher wie für uns Europäer. Aber ja, obwohl, ich glaube, sie lebt doch in Deutschland, oder die Olga? Aber vielleicht ist das Programm, also ich würde mir tatsächlich von den Symbolen her manchmal noch ein bisschen einfachere Symbole wünschen, sage ich mal so. Wo man sich im Kopf gut merken kann, ne? Also, was sagt ihr dazu jetzt? T zweimal, einmal normales T und umgedrehtes T, Doppel-T? Das Doppel-T? Oder ist gleich mit Querstrich oder so? Ja, man muss sich da halt irgendwie zurecht. Das ist, finde ich, ein einfaches Symbol, weil man das auch aus dem Straßenverkehr kennt, ne? Bitte wenden. Das Wendesymbol. Ja, genau. Also das ist auch. Da habe ich auch die Nummer gefunden. Habe ich auch drauf geschrieben. So, das ist einmal der Wendekreis. Der Wendekreis. Und wo ist er? Wollen wir mal einschneiden, ist schon eingeschnitten. So. Oh. Schön. So, jetzt haben wir Grüntöne gemacht. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Grautöne. Guck mal hier, das kommt aber zu lila. Hier haben wir noch. Ah ja, ich glaube, das ist das Schwarz. Ja, mal Silbertöne auf jeden Fall, ganz viele. Machen wir mal die Tüten hier mal auf die Zeit. Hier haben wir schön viel Silbertüten. Silbertüten. Ja, Silbertüten auch, aber Silbertöne. Machen wir hier ein paar. Ganz dick. Eigentlich ist es ein sehr auffälliges Symbol, ne? Weil es so dick gedruckt ist, ne? Mit dem schwarzen Kern. Das findet man eigentlich ganz gut. So. Dann haben wir auch ein Symbol, was man schnell findet. Wie war das nochmal, Mine? Die fliegende Gurke oder wie ist das Symbol bei dir? Das ist die liegende Gurke und dann gibt es noch eins, das so gerade ist, das ist die stehende Gurke. Ja, da haben wir es schon auch sehr schnell zu finden. Ich muss halt auch erstmal mich so ein bisschen zurechtfinden und gucken, wie viel kann ich einfüllen. Ne? Wenn ich es so ein bisschen rausgefunden habe, dann weiß ich noch beim nächsten Mal, wenn ich dann nachfülle, wie viel ich da reinmache. Gerade mal einen Schluck trinken hier. Oh, Johannisbeerschorle, ein schönes kaltes, ist echt gut bei dem Wetter. Mega lecker. Dann machen wir hier den Halbkreis. Halbkreis voll, voller Halbkreis. Oder leerer Halbkreis. Je nachdem, ob man optimistisch ist. Ne? So.
Bei mir ist der Kreis immer halb voll. Ich bin eigentlich immer positiv, bejahend. Ne? Klar habe ich auch manchmal Downs. Man hat immer mal auch Phasen, in denen es halt nicht so gut läuft. Und ja. Das ist eher so ein bisschen braun. Mal erst so richtig silberen, silbigen. Das ist eher so ein Beige-Ton. Da haben wir jetzt die gefüllte Raute. Gerade eben hat man die leere Raute, jetzt haben wir die gefüllte. Da habe ich es. Also die Farben sind doch toll, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch richtig gut gefällt. Von dem Farbschema. Halt drauf. Ein bisschen verrutscht, da war es noch drauf. Kann man noch ein bisschen frutschen. Gut. Ja. So. Das haben wir ja auch schon gemacht. So, dann haben wir das M. Da braucht man sich nichts ausdenken, was es für ein Symbol sein könnte. Das wäre es doch mal, ne? Man müsste mal so einen Duden machen. Perlenstickduden. Symbolbezeichnung. Den haben wir jetzt gesagt. Da. Ja. Übersetzung. Symbolübersetzung. Das wäre cool. Aber ich glaube, jeder nennt seine Symbole ein bisschen anders dann, ne? So wie ich mit dem Alien. Das war so lustig. Also was ihr da alles für tolle Namen hattet, fand ich richtig cool. Aber ich glaube, Zelt gefällt mir auch richtig. Zelt ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben, ne? Das Tibi. Das Tibi-Zelt. Das da hier unten. Ne? Bei mir war es immer das Alien, ne? Mit den zwei Fühlern. So, jetzt haben wir hier, das ist ein Braunton und das ist ein Schwarzton. Aber jetzt haben wir schon das erste Brettchen, die erste Etage haben wir schon befüllt. Oh, das ist schön. Sieht das nicht schön aus? Oh. Weiter geht's mit der nächsten Etage. So, die haben wir schon gemacht. Eigentlich könnte ich die ja schon mal hier zurück machen in meinen Beutel, dass wir hier ein bisschen Platz bekommen. Ich mache mal die Farben, die ich immer viel brauche, zusammen in eine Tüte auf jeden Fall, damit ich nicht immer ständig durch beide Tüten wühlen muss. Mehr ein bisschen farblich zusammen sortieren. Das macht es dann nachher einfacher. So, zu suchen, wenn man die Farbe sucht. So, machen wir die mal zusammen und die grauen kommen dann rüber in die andere Tüte. Das mache ich mir dann zurück in meine Kiste. Den schweren Beutel hier. So. Klapp. Fertig. So. Dann, hier haben wir noch ein grünes. Ja, mache ich jetzt noch her. Mal noch her. So, dann geht's weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal lila Töne, oder? Ich habe hier auch ganz viel. Echt viel lila Töne. Frag mich, wo das ganze Lila versteckt ist. Also im Hut, klar, vielleicht in der, ja, und der kann ein bisschen. So Flieder noch ein bisschen. Hier haben wir noch so ganz dunkle Beeren. Kann man auch so ein bisschen zusammen sortieren. So. Fangen wir mal mit dem an, mit dem coolen. Farbe hier mit diesem Regenbogenschimmernden. Die sieht echt stark aus.
Und es wirkt auch auf dem Bild richtig schön. Ich habe sie schon mal versteckt. Das wirkt richtig, richtig schön. Das haben wir dann hier, das Kreissymbol. So. Ach, läuft doch aber eigentlich ganz gut. Ich nehme jetzt einfach mal, ne? Ich brauche ja auch nicht die kleinen Symbole so direkt nebeneinander haben. Bin mal gespannt, wie das noch heute ist. Ein bisschen aufklatscht. Hatte ich schon aufpassen hier. Und man könnte sich das auch so sortieren, zum Beispiel nach Füllmenge, ne? Dass man sagt, okay, die und die Farben, kommen, wo ich viel brauche, kommen in das Brett. Und die Farben, wo ich jetzt zum Beispiel nur ganz wenig drin habe, so wie hier, die kommen in ein anderes Brett. Ne? Dass ich zum Beispiel nicht immer alle Bretter hier aufbaue beim Sticken, sondern dass ich halt, dass ich halt immer nur ein oder zwei Bretter hier stehen habe, wo ich halt am meisten reinlangen muss. Aber manchmal braucht man halt dann doch, dann brauchen wir eine Perle, nur eine Perle von der hier. Und dann muss man es doch aufmachen. Aber bei mir wird es wahrscheinlich eh hier vor mir stehen, alle vier Bretter. So, gut. Halt, das Symbol muss noch drauf. Nicht vergessen, nicht, dass ich hier durcheinander komme. Das ist das hier, das Geschnürelte. Dann haben wir das. Dann machen wir hier das halbe volle Dreieck. Und da ist eine goldene Perle dazwischen gerutscht. Das halbe volle Dreieck. Da oben haben wir es. Ja. Jetzt muss ich noch mal gleich auf die Arbeit und ich habe sowas wie von gar keine Lust. Wenn ihr das Video schaut, bin ich vielleicht schon wieder zurück, wer weiß. Oder wenn ihr es gleich schaut, wenn ich es hochlade, ich hoffe, dass ich es auf den Abend hochgeladen bekomme, dann bin ich noch am Arbeiten. Also ich muss denken mal, ich werde heute, ja, wir haben gut zu tun, ich denke mal, ich werde bestimmt bis 9, 10 arbeiten rum. Aber ja, ich habe es mir ja so ausgesucht, ne? Darf mich nicht beschweren. So. Dann haben wir hier die Nummer 6. Das ist gut. Eine Zahl. Da haben wir sie. So. Dann geht es weiter. Machen wir hier das radioaktive Zeichen. Das ist bei mir bei Tokareva ein Blauton nochmal. Hier ist ein schöner Lederton. Sehr schön sogar. Ein bisschen elektrostatisch aufgeladen hier. Aber hier mal Löffel. Drüber, ihr zwei. Und noch einmal. Jetzt. Sehr gut. So, dann haben wir das dann. Also es ging auch echt eigentlich recht zügig mit dem Brettchen. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich das bestellt. Klar, ich habe es bestellt am 14. und habe es jetzt bekommen
Und hab's am 22. hatte ich die Versandbestätigung schon. Also so eine Woche hat es gedauert nur. Wenn man sich das überlegt. Also er hat, glaube ich, reingeschrieben, ich glaube, die Lieferzeit, ich denke mal, das ist, weil er auch sehr viele Aufträge hat. Ich glaube, die Lieferzeit beträgt bis zu 3 Wochen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, glaube ich, bis zu 21 Tagen. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher, aber es steht mit dabei. Also ist angeschrieben, wie lange es dauert von der Lieferzeit. Also wie gesagt, ich glaube, dass es auch echt lang dauert, ne? Vor allem, bis die ganzen kleinen Schiffchen hier da gedruckt sind. Meine Güte. Ich gar nicht wissen, wie lange das braucht. Obwohl, ich meine, ich glaube, er hat so einen Superdrucker. Da kann er gleich so ein Brettchen wahrscheinlich an Schiffchen drucken. Mit einmal. Ich glaube, da braucht man auch bestimmt mehrere Drucker, wenn man so viele Aufträge hat. Ne? Jetzt haben wir die neuen. Direkt daneben. Ah, die Fliedertöne sehen auch schön aus, oder? Hier die lila Töne. Richtig schön. Sehr schön. Lavendel und lila. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Rita, die stickt ja dieses den Lavendelgarten oder wie es heißt, ne, Rita? Ich glaube, Lavendelgarten heißt es. Und da hat ja auch so schöne lila Töne drin. Jetzt haben wir das Haar wie Heidi. Wo ist das Haar? Das Haar. Da oben. Richtig toll. Mega schön. Gefällt mir super. Gefällt mir jetzt auch mit den Farben. Vielleicht lasse ich es auch so. Mal gucken. Ich überlege. Ich habe ja so ein bisschen unterschiedlich. Nicht die gleichen direkt nebeneinander. Ich glaube, dann mache ich erstmal hier diese. Das ist meine Mistgabel. Seht ihr, jetzt ist da eins rüber gehüpft. Jetzt sehe ich hier jetzt ganz gut da drin. Und auch wenn es hier runterhüpfen würde, würde ich auch gut erkennen. Flupp. Und zwar die Mistgabel war, glaube ich, hier bei dem, da habe ich doch eins abgeschnitten. Ja, genau. Da ist mir hier auch noch dieses kleine Dreieck. Ah, das ist das. Das machen wir jetzt als nächstes, dass wir das hier weg haben, dass es nicht verloren geht. Ich muss es mir aber ein bisschen kürzen hier. Das muss ich jetzt abfädeln, weil ich das jetzt abgeschnitten habe. Hinten die Schutzfolie runterknippeln. Deswegen lasse ich mir da immer was stehen, ne, dass man es gut runter machen kann. Ist auch ganz wichtig, dass man sich das stehen lässt, sonst muss man jedes Symbol hier, Trägerfolie hinten, runter machen. Oh, komm schon. Ja, ich hab's, glaube Juhu. So, dann machen wir gleich hier neben dran. Das ist ja auch ein Schema hier. Das. Regenbogenfarbene Lila. Ich glaube, dieses Mal. Hier steht mir, ich habe noch einen kleinen Überstand. Ich lese mal, schneide ich es mir erst ab, wenn ich es runter gemacht habe. Ah, jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus. Schön. Weil bei uns ist heute, wie gesagt, ein bisschen bewölkt gewesen, wegen, weil es halt geregnet hat in der Nacht. Kommt quasi noch vom Wetter, ne? Voilà, perfekt. Super. Und dann kann man hier das Y machen.
So, jetzt hat irgendwie die Kamera abgebrochen, ihr habt es gemerkt. Wahrscheinlich hat es überhitzt drin, könnte ich mir vorstellen. Ich habe hier noch eigentlich nur noch diese drei Farben einsortiert. Wollte jetzt das Video eh beenden. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr bis dahin zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr schaut mal beim Thorsten bei Frettchens Druckwelt vorbei. Alles unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir Feedback dazu gebt. Lasst gerne im Video einen Daumen nach oben da und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.